Arian Morden, Ali und Ramazan. Ali und Ramazan sind Waisen. Sie wachsen in Istanbul in einem Waisenhaus auf und sind schon von klein an unzertrennlich. Sie werden ein Paar. Schon in der frühen Pubertät sind sie sich mehr als herzlich zugetan. Und auch als sie größer sind, ist es eine richtige große schwule Liebesbeziehung. Nicht, dass sie selbst es so bezeichnen würden. Schwul ist für sie eigentlich gar keine Vokabel. Es kommt gar nicht in Frage, dass sie sich so nennen würden, dass sie sich ihrer Liebe versichern, dass sie miteinander schlafen, dass sie füreinander da sind und auch von Liebe sprechen, wenn sie über sich sprechen, ist dagegen selbstverständlich. Aber mit Romantik ist das hier nichts. Die beiden sind auf sich gestellt und als sie eben mit 18 aus dem Waisenhaus entlassen werden, ist die Zukunft ungewiss. Einer muss zur Armee, der andere geht für sie beide auf den Strich, um irgendwie zu Geld zu kommen. All das ist nicht nur nicht einfach, sondern steuert auch aus diversen Gründen auf eine richtig packende Katastrophe zu. Ein richtig spannender Abenteuerroman im modernen Istanbul. Aber der Roman ist mehr. Denn wie ich schon vorhin sagte, es ist einerseits diese Spannung, dass die beiden natürlich für unsere Begriffe eindeutig schwul sind und auch eine schwule Beziehung führen, das aber nie so nennen würden. Ist das Ganze auch noch von einer türkischen Bestseller-Autorin erzählt, und zwar im Stil eines modernen Pop-Romans. Locker, flockig, in einem Ton, der eigentlich an eine ja, völlig unbeschwerte, hollywoodeske Liebesbeziehung erinnern würde. So erzählt Perian Morden von dieser höchst komplizierten, konfliktreichen Beziehung am Rande der Gesellschaft, am Rande Istanbuls, an dem alten Stadtmauer, Outlaw-Gebiet der Stadt, spielen ganz viele Szenen und eben das ist sinnbildlich für die ganze Randständigkeit dieser Beziehung. Also eine große Spannung, sowohl inhaltlich als auch formal und das Ganze von einer Bestseller-Autorin erzählt. Auf Türkisch gibt es von Perihan Morden sehr viele Romane, die auch unglaublich populär sind und ja, da weiß man eigentlich gar nicht, was man so richtig von halten soll. Es kommt einem eine fremde Welt so herüber, als ob es das Selbstverständlichste wäre. Und man ist einfach fast wie überwältigt von so viel Schönheit, Normalität in einer schrecklich konfliktreich aufgeladenen Gesellschaft von zwei schwulen Jungs gegen ihre Welt. Perian Morden, Ali und Ramazan, erschienen bei Suhrkamp.